Der VfL Osnabrück ist vorzeitig am Ziel seiner Träume. Nach 8 Jahren haben die Niedersachsen die Rückkehr in die 2. Bundesliga perfekt gemacht. Am 34. Spieltag gewann der Drittliga-Tabellenführer gegen den VfR ein mit 2:0, 1:0 und ist damit nicht mehr von einem Aufstiegsrang zu verdrängen. Bildergalerie Transfermarkt. Transfers der Bundesliga 78. Bilder: Felix Agu 28. und Benjamin Girt 88. trafen für den VfL. Will-Fans stürmen den Platz. Die Fans feierten frenetisch ihr Team, nachdem die Rückkehr in die 2. Liga vorzeitig unter Dach und Fach gebracht wurde und stürmten bereits bei Girts Treffer den Rasen. Die Partie konnte nach einer kurzen Unterbrechung aber noch fortgesetzt werden. Beim Schlusspfiff gab es dann kein Halten mehr. Die Osnabrücker weisen jetzt 73 Punkte auf, der Karlsruher SC als Zweiter hat 62 Zähler auf dem Konto. Der Hallesche FC als Dritter verbucht 59 Punkte und kann den VfL nicht mehr überflügeln. Karlsruhe weiter auf Aufstiegskurs. Der KSC machte es beim 3:1, 1:1 gegen den SV Meppen mal wieder spannend. Nick Proschwitz brachte die Gäste in Führung, 16. Marvin Purier, 25. 81. konnte die Partie für die Badener mit seinen Saisontoren 18 und 19 entscheiden. Christoph Kobalt, 68. traf zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Gastgeber. Die Highlights der 3. Liga am Montag ab 23.30 Uhr in Bundesliga pur im TV auf Sport 1 in Halle brachten Kilian Palioka, 18., Sebastian May, 60. und Marvin Ayani, 65. den 3:0, 1:0 Sieg des HFC gegen 1860 München unter Dach und Fach. Ein wichtiger Faktor, der den VfL in dieser Saison von der Leistung in der enttäuschenden letzten Drittligaspielzeit unterschied, die Osnabrücker entschieden die engen Spiele zu ihren Gunsten. Und die Abwehr war eine Bank, sie kassierte nur 23 Gegentore in 34 Partien. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga, Kommentar, bin ich schuld? Ja, Fußball, Bundesliga, Bayern, Renato Sanchez will weg. Fußball, Bundesliga, Bayern legt im Meisterrennen vor. Fußball, Bundesliga, Festnahmen wegen Rangnick. Banner: Fußball, Bundesliga, Augsburg zerlegt Weinziels VfB Wens. Patzer lässt Osnabrück jubeln. Osnabrück profitierte vom Patzer des bisherigen dritten SV Wien Wiesbaden. Die Hessen unterlagen bei Carl Zeiss Jena mit 1:3, 0:2. René Eckert 18., Philipp Tietz 27. und Felix Brügmann 90.3 schossen die Tore für Jena, das einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf feierte. Manuel Schäffler 74. gelang das zwischenzeitliche Anschlusstor. Einen Erfolg im Abstiegskampf verpasste Fortuna Köln durch das 1:1, 1:1 gegen die SPVG Unterhaching. Hamdi Damani, 16., schoss die Fortunen in Führung, doch Jim-Patrick Müller, 30., schaffte den Ausgleich für die Münchner Vorstädter, die erstmals nach 822 Minuten wieder einen Treffer erzielten. Zwickau siegt in doppelter Überzahl. Preußen Münster bezwang die SG Sonnenhof Großasbach 1:0, 0:0. Cyril Akono, 49. war der Matchwinner. Der FSV Zwickau gewann in doppelter Überzahl 2:0, 0:0 gegen die Würzburger Kickers. René Lange 71. und Laien Lauberbach 90. schossen die Tore zum Sieg. Würzburgs Fabio Kaufmann sah nach einer Tätlichkeit 44. die rote Karte. Sein Teamkollege Patrick Sontheimer folgte ebenfalls mit Rot nach einer Notbremse 69. Let's block it's why.